Jo Leute, was geht? Ihr seid hier bei Joe Records und heute werden wir diese Effekte von Travis Scott oder von Reezy recreaten. Ich habe letztes Mal eine Reaction auf Reezy gemacht und gefragt, ob ich euch erklären soll, wie der Effekt geht, und das mache ich heute in diesem Video. So, hier erstmal meine Version. Der Effekt ist relativ simpel, ja, der ist nicht schwer, er wird aber in der Kamera gemacht und nicht später erst beim Editieren. Ein sogenannter Prä-Effekt. Spaß, habe ich mir gerade ausgedacht, das Wort. Bruh. Jedenfalls, weil er in der Kamera ist, gehen wir jetzt mal kurz nach draußen und dann zeige ich euch, wie es geht. Und zwar, Leute, kommt der Effekt dadurch, dass ihr natürlich viel Bewegungsunschärfe im Bild habt. Und das, ihr seht ja selber, dass alles sehr, sehr verschwommen ist im Bild, ja, dass ihr so diesen Beast-Mode-Effekt habt, sage ich mal, so habe ich es einfach jetzt genannt. Und zwar schaffen wir das, indem wir bei der Kamera eine sehr, sehr geringe Verschlusszeit haben. Natürlich gehen wir erstmal in den manuellen Modus, raus aus dem Automodus, Freunde, ich war auch selber da. Gehen wir in den manuellen Modus und machen die Verschlusszeit auf, ich würde empfehlen, so ja, vier, ja, ein Viertel Verschlusszeit, da kommt der Effekt zustande. Und zwar, Leute, kommt der Effekt am besten, meiner Meinung nach, wenn ihr viele Lichter auch im Video habt. Wir haben hier darauf geachtet, dass wir hier im Parkhaus, das war bei uns in der Nähe, haben wir viele Lichter, wie ihr hier oben sehen könnt. Und zusätzlich haben wir uns hier mein AMG rausgesucht, um noch mehr Lichter zu haben. Hier die Scheinwerfer haben wir natürlich an, damit ihr noch mehr Lichter habt. Wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig beim Effekt. Und auch noch diese Lichter hier. Und ihr werdet gleich sehen, was dann zustande kommt. Worauf ihr achten müsst, ist auf jeden Fall, dass ihr euch viel bewegt. Das heißt, die Bewegungsunschärfe kommt, indem ihr quasi die Kamera viel bewegt oder das Objekt muss sich bewegen oder die Lichter am besten. Und dann werdet ihr gleich sehen, was dabei rumkommt. Wenn ich jetzt hier meinen Kollegen einmal gleich bitte vor das Auto zu gehen und zu performen. Und bis gleich. Ja Leute, das Video vorhin hat relativ abrupt geendet. Sorry dafür, wir wurden bei Hellwig im Parkhaus war das. Wir wurden rausgeschmissen, weil wir da nicht drehen durften. Wurde groß zwischen Hochhäusern, glaub mir, diese Augen sahen mehr Drogen als Sonne. Lass mal erstmal ein Like da lassen, Freunde, als Support für die Aktion. Jedenfalls wollte ich noch ein, zwei Tipps mit an die Hand geben. Und zwar habt ihr ja selbst gesehen, dass der Effekt immer nice wirkt, wenn ihr quasi eine normale Aufnahme habt beim Musikvideo und dann einfach immer diese verwischte Aufnahme oder diesen Beast-Mode-Effekt immer nur ganz kurz einmal dazwischen einfügt. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass ich weiß, dass nicht jede Kamera zu so einer geringen Verschlusszeit gehen kann, wie bei meiner jetzt. Aber was jede Kamera kann, ist, zu so einer geringen Verschlusszeit zu gehen bei Fotos. Ja, also nicht jede kann bei Videos so tief gehen, aber bei Fotos. Deswegen kann jeder den Effekt machen mit einer Kamera. Was ihr dann einfach macht, ist, ihr geht zu der geringen Verschlusszeit, nehmt die Kamera und schießt Fotos. Foto, Foto, Foto und bewegt euch immer hin und her. Dadurch habt ihr auch den Beast Mode Effekt und dann im Premiere Pro, was auch immer ihr benutzt, tut ihr einfach die Bilder hintereinander und lasst es aussehen wie ein Video. Das dazu. Ansonsten war es mit dem Video, Freunde. Relativ kurz, aber knackig. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie ein Musikvideo habt und ihr wollt einen Effekt oder so erklärt haben. Wenn ich weiß, wie es geht, dann lade ich ein Tutorial hoch. Das ist kein Problem. Lasst uns zusammenarbeiten. Und ich bin auch offen für Vorschläge, wenn ihr was wisst, was ich nicht weiß. Ansonsten noch eine Sache, und zwar hat Luciano einen ähnlichen Effekt, der nicht ganz der gleiche ist, und zwar diesen hier. Ja, den habe ich bei Never Know unnormal gefeiert. Der ist noch einfacher, ihr müsst gar nicht erst eine neue Aufnahme machen, sondern könnt das alles in Premiere Pro machen. Wenn ihr wollt, dass ich euch zeige, wie das geht, das dauert auch nur 2-3 Minuten, dann kommentiert und abonniert den Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Peace.